ziemlich lange Tag. Dafür, ich möchte jetzt ein neues Vorhaben. Den Lotz geht es ja schon geben, auf dem wir heute Wein verkostet haben. Unser Woche ein Potpourri. Und es ist sogar eingeschüttet. Also das eine oder andere Flasche könnte man gleich nehmen. Werden Sie heute feststellen, dass es sehr viele Aktionisten, wenn ich das so sagen kann, aus dem Brauner Bereich gibt. Und so ist auch unser erster Künstler, der Herbert Holzer, aus Braun, genau aus Bühl. Und ja, von 1969 bis 2010 war er Stahlhändler bei der Föst Alpine, davon 27 Jahre Prokurist. Das kennt man ja auch, oder? Damals noch mit dem Anzug auf die Erwartung. Ja, also, das ist ein, ja, ein wilder Prokurist. Genau das dort kam, spürt man sich nur zu wahr, ist auch mit Anzug auf Krawatte. Und dieser Wechsel, der dann erfolgt ist, seit Anfang 2011, malt er regelmäßig und fertigt auch Skulpturen an. Er arbeitet hauptsächlich mit Acryl, funktioniert perfekt. Und die Tat gleich den Künstler, den Hermann Holzer, ersuchen, dass er uns seine Exponate ein Stück weit erklärt. Gerne. Gerne, danke. Im Mittag eine Werbung in eigener Sache machen. Wir haben derzeit eine große Ausstellung beim Draxlmeier in Linz. Wer zufällig in Linz Promenade wie kommt, bitte unbedingt zum Draxlmeier gehen, da hängen ungefähr 30, 40 Bilder von mir. Das erste Bild ist, da sind verschiedene Sachen verwendet, also das heißt, da ist Lack drauf, da ist Acryl drauf, da sind verschiedene Samen und das weiß-schwarze Ding, das da drauf ist, das ist Karton. Das zweite ist ein Bild, wo der Untergrund zuerst einmal verschiedene Farben draufgekommen sind, Acryl. Dann ist eine Masse, so etwas Ähnliches wie Gips, verwendet worden. Und dann ist das Ganze nur einmal mit Preußischblau übermalen, ausgewaschen und dann nur mit einem Lackstift draufzeichnet. Dann das ist einfach verschiedene Acrylfarben, da braucht man nicht viel erklären, glaube ich, dazu. Das nächste ist mit Gipsbinden und verschiedenfarbige Sande ist das gemacht. Dann die nächsten zwei sind auch wieder mit Gipsbinden und Acryl übermalt. Derjenige, der diese Geschichte eingeführt hat, nämlich in Zusammenarbeit, das ist ein bisschen selber Mitglied beim Verein Kunst ohne Grenzen und hast das initiiert. Ein paar Dinge über den Günter Kader zu sagen, weil das erste Bild von dir entstand 1981, das ist doch schon eine Weile aus. Der Griff zum Pinsel, manchmal auch Spachtel. Der Wechsel in eine andere Welt, das Abschalten, das sind Dinge, die dich inspirieren, die dir Ideen bringen. Und bis vor zwei Jahren hast du dich der Müllfarbe gewidmet und verschiedenste Hilfsmittel zur Visualisierung benötigt. Und die neueste Technik von dir ist Airbrush. Kannst du uns das ein bisschen näher bringen, wie du hier arbeitest? Dankeschön. Ja, Airbrush ist für mich eine ganz eine tolle Geschichte, weil man kann etwas darstellen, was man sonst mit einem Pinsel eigentlich nicht so wirklich hinkriegt. Ich habe früher in mit Ölfarben gemalt, muss ich sagen. Und vor zwei Jahren habe ich mal so einen Superkurs besucht mit Airbrush und habe gesehen, also, da kann man einfach tolle Dinge darstellen, die man sonst mit einer Pinsel nicht hinkriegt. Und
Airbrush arbeitet da auch mal mit der Druckluft, eine ganz kleine Sprühpistole, so ähnlich wie der Autolackierer. Oder man arbeitet da wirklich im Mikrobereich. Also wenn du so den ersten Strich ziehst mit seiner Airbrush-Pistole, dann ziehst du den Luft nicht. Aber ein Papier hast du das zweite, das nächste Mal, was du nur fährst, dann ist das Ganze erkennbar. Und das lassen sich wunderbare Schattierungen, Farbverläufe lassen sich wunderbar darstellen. Und das habe ich einfach genutzt, dass ich meine Ideen. Ich habe oft Gedanken, weil die halte ich mal fest und dann sage ich, okay, so, wie stelle ich das Ganze da? Und da hat sich jetzt einfach Airbrush für mich angeboten, dass ich dann sage, okay, gut, ich möchte das auf diese Art und Weise darstellen und mit Airbrush lässt sich das wirklich super machen. Viel leichter als mit Ölfarbe, da man zum Beispiel da so eine schöne Holzstruktur hinbekommt oder auf der anderen Seite dann eine rente Schokolade vom Stefan Stock. Jo, gerne. Stehe ich für Fragen zur Verfügung. Hat mich gefreut. Danke. Danke, Günter Kader. Du bist immer einer, der gern experimentiert und immer wieder dir auf der Suche nach was Neuem ist. Und ich glaube, das gelingt dann wunderbar. Und du hast es schon dargestellt, deine neue Technik. Und wie gesagt, Malen ist deine Leidenschaft. Und dazu gratuliere ich dir. Dankeschön. Ist der Erich Panzer, der ist leider nicht da, aber nichtsdestotrotz hat er uns seine Exponate hier ausgestellt. Der Erich Panzer war ein begnadeter Musiker, hat mit der Stromgitarre vieles gemacht und hat das Ganze dann getauscht gegen Keilrahmen und Pinsel. Er ist ein kreativer Maler, also im kreativen Bereich zu Hause und stammt dort aus Ansfelden. Besonders fällt auf die Farben, das Licht, mit denen man Gefühle zum Ausdruck bringen kann. Die Malerei ist ja was ganz was Besonderes. Einerseits bringt der Künstler in seinem Werk seine Gefühle, seine Ansichten, seine Gedanken zum Ausdruck. Und auf der anderen Seite geht es uns Betrachtern um die Wahrnehmung, wie nehmen wir diese Kunstwerke wahr. Es geht darum, um Inspiration seitens des Künstlers und um Wahrnehmung seitens des Betrachters. Und ich denke, das ist auch gerade was die Farbgebung betrifft, eine ganz besondere Sache, wo man sicherlich nicht nur einmal, sondern des Öfteren davor stehen darf und sich seine Gedanken entwickeln darf. Einige Künstler haben wir jetzt aus Traun und aus Föden. Niederwaldkirchen ist er nicht weit weg von uns, ist zwar schon ein anderer Bezirk, ist zwar schon Bezirk Rohrbach, aber nicht ganz weit. Und wer sich in Niederwaldkirchen auskennt, Trautendorf. Sprache ist das ja. Ja, genau. In Trautendorf, das ist ja von der Stopfenwed, wenn man rechts reinfährt, für alle Heimatkundler. Dort ist der Gottfried Derndorfer zu Hause. Maler, Keramiker, Gestalter von Objekten, Projekten und Kunsträumen, Absolvent der Kunstuni Linz, lebt und arbeitet im Klosteratelier Hutstockhof in Niederwaldkirchen, Trautendorf. Der Schwerpunkt von ihm ist die großflächige Acrylmalerei, Kunst der Naturvölker und vieles, vieles mehr. Ich darf jetzt ersuchen, uns die Kunstwerke ein klein wenig vorzustellen. Die Schwierigkeit bei der Malerei ist immer die weiße Leinwand, ja? Wenn man davor steht und man muss irgendwas bochen. Ne? Oder man glaubt, man muss was zu machen. Und dann fange ich einfach an, weil ich nicht weiß, was ich machen muss. Ne? Aber kaum fange ich an, entsteht schon was. Und dann kommt zum Beispiel jetzt da das eine Bild raus mit Farben Dings und ich mache eigentlich viel mit Punkten und
das ist eigentlich ein Bild, das noch gar nicht fertig ist. Ne? Nach so einem Bild fange ich erst an zum Punkt an. Und Punkt an das ganze Bild aus und dann gibt es erst für mich das, was es eigentlich ist. Ne? Und die Punktetechnik, die kommt von den Aborigines und ich bin ein ungeduldiger Mensch und ich mich einfach, ich muss mich selber ein bisschen überholen und wenn ich hunderttausende Punkte mache, dann bin ich sowas von ruhig, dann regt mich diese Welt nicht mehr so wirklich auf. Ne? Und die regt mich so auf, die Politik und alles, und man sieht das auch alles politisch ein bisschen. Also ich verkrieche mich dann, aber ich verrenne mich nicht vor der Welt, sondern von. Und ich komme dann wieder raus und mach meine Aussagen und sage, schau, das passt mir nicht und das passt mir nicht. Die sind auch politisch, die Bilder, aber ich kann es jetzt nicht ganz erklären, das geht nicht. Und die Keramiken, das sind halt meine Figuren, meine Kobolde, die mir so ein bisschen beistehen, dass ich das ein bisschen aushalte, die ganze Geschichte. Ein heimischer Künstler, der uns jetzt ein bisschen erklärt hat, was er hier zum Ausdruck bringen möchte, bis hin zur Politik. Was mir auch aufgefallen ist und was ich nachvollziehen kann, die Kunst denkt immer wieder weiter und wenn man so ein Kunstwerk schafft, dann wird es scheinbar nie ganz fertig. Habe ich das so richtig verstanden? Es gab immer wieder eine Weiterentwicklung. Das heißt, wenn Sie eines dieser Kunstwerke... Ein Künstler ist immer unzufrieden. Er ist nicht zufrieden mit dem, was er macht. Ja, ein Künstler möchte immer mehr, möchte immer noch sich weiterentwickeln. Also wenn Sie eines dieser Kunstwerke erwerben wollen, müssen Sie damit rechnen, dass Gottfried Derndorfer eines Tages auftaucht bei Ihnen und sagt, ob das dann fertig macht. Das ist es ja. So nicht nur, dass das ist. Dankeschön. Kirchen. Stegersbach ist ein bisschen weiter weg, nämlich in Burgenland. Da darf ich begrüßen die Maria Kneißl, die das Handwerk der bildenden Kunst bei den Kreuzschwestern in Bruck an der Mur gelehrt hat. Die Bilder werden vorwiegend mit Ölfarbe auf Leinwand gemalt. Mit den Bildern versucht Maria Kneißl Mitmenschen zum Hinschauen zu bewegen. Und genau das ist es, was wir in der Kunst brauchen. Man will Aufmerksamkeit erregen, aufmerksam zum Hinschauen, um sich dann seine Gedanken zu machen, um die Gedanken entsprechend zu entwickeln und weiterzuentwickeln. Der bewusste Umgang mit der Natur ist was ganz, ganz Wichtiges. Fritz Reich von der Wasser hat einmal gesagt, Natur ist schön, Kunst ist schön, beides gehört zusammen. Frau Meister, wollen Sie uns ein bisschen Ihre Werke erklären können? Das ist schwierig, aber mir liegt die Natur und der Mensch sehr am Herzen. Und ich möchte den Ausdruck, so gut es kann, vermitteln, die Freude oder auch das Leid oder so, was der Mensch gerade empfindet, das möchte ich halt in meinen Bildern zum Ausdruck bringen. Und ich habe halt eine Freude, wenn der, den das Bild betrachtet, mit dem Bild auch eine Freude hat. Das ist es eigentlich. Danke, Maries Exponaten. Danke und gratuliere ganz herzlich zu Ihrem Kunstwerk. Die Kunst ist schön und schön ist es auch, dass der Herr Kau schön bei uns ist. Er lebt und arbeitet in Herzogsdorf. Sein Arbeitsschwerpunkt sind an und für sich Holzskulpturen. Und wie ist es dazu gekommen? Der Vater war hobbymäßig auch schon Schnitzer und dort dürfen
die Wurzeln in diese Richtung gelegt worden sein. Reliefs aus verschiedensten Materialien, Mensch und Körper spielen hier eine große Rolle. Vier auserwählte Reliefs sind auch dort ausgestellt, hier hinten im Eck. Und ich darf Sie, Herr Schön, ersuchen, uns ein bisschen Inspiration zu geben. Ich halte mich sehr kurz. Das, was Sie da sehen, das wird einmal in Plastilin modelliert. Dann müssen Sie eine Silikonform bauen, mehrteilig teilweise. Und über die Silikonform müssen Sie einen Stützmantel bauen, auch mehrteilig, weil sonst bringen Sie das nicht mehr auseinander. Dann, wenn das fertig ist, legt man es, tut das Plastilinmodell raus, dann baut man das Ganze wieder zusammen und dann kann man mal das Gießen anfangen. Und teilweise sind Luftblasen drin, die sticht man auf und die muss man halt dann nacharbeiten. Und dann kann man beginnen mit Acryl oder verschiedenen Materialien das zu bearbeiten. Ich habe Lacklaborant gelernt und tue mich natürlich mit den Farben etwas leichter, mit einem Atombanschen. Versuche auch sehr viel mit Oxidieren und so. Und dann kommen halt die Bilder raus. Also das sind alles Güsse, was vorher modelliert worden sind. Und dann bearbeitet. Also Holzskulpturen habe ich keine hergestellt, weil die sind zu schwer und zu groß. Also das war eigentlich, glaube ich, das Wichtigste. Danke. Jetzt meine Gegend. Wir sind schon bis ins Burgenland gekommen und bis Herzogsdorf und Niederwallkirchen. Jeder kennt Baden bei Wien und aus Baden bei Wien ist unsere Künstlerin, die Helene Bernsteiner. Sie lässt sich mit ihren Arbeiten nicht in einen Stil einordnen. Die Freiheit ist hier ganz, ganz wichtig. Die Malerei ist immer wieder geprägt von Veränderung. So nach dem Motto, nichts ist fix, immer wieder Erfahrungen und Entwicklungen in den Mittelpunkt zu stellen. Die Bilder sind mit leuchtenden Farben gemalt und bestimmen jedes der Motive, großformatige oder abstrakte Arbeiten, alles ist möglich. Und die Frau Helene Bernsteiner sucht auch das Gefühl im Moment und schöpft daraus immer wieder Inspiration. Vielleicht können Sie uns ein paar Dinge zu Ihren Schöpfungen sagen. Ja. Mein erstes Bild, das heißt Emotion. Und es ist daraus entstanden, also ich habe das so gemalt, dass man sieht, einerseits schaut sie traurig aus, andererseits lächelt sie. Und jeder kann sich seine Emotionen selber rausholen, was er gerne braucht oder benötigt. Das nächste ist der gläserne Mensch. Das ist ein bisschen ein Protestbild. Ja, ich glaube, da braucht man mehr dazu sagen, weil man einfach durch Internet und durch die Medien halt einfach immer mehr gläserner wird. Das nächste ist Rost und Patina. Das wird mit Eisenfarbe gemalt und mit Patina geht man drüber und dann entsteht ein Rost und stehen diese Grünsparen. Das ist eine Technik, was mich einfach fasziniert und das ist meine neueste Technik. Das andere ist Paris, das ist einfach, weil ich vor 2 Jahren in Paris war, weil mich das fasziniert hat. Und die Kois, weil ich sehr gern naturgetreu mal und ja, ich glaube, ich habe es recht gut hingebracht. Danke. Ich werde viel bestaunt und bewundert werden. Dankeschön und einen schönen Abend. Schocker, seit früher Kind, Klammer, Lebenskünstlerin. Also durch und durch eine Künstlerin der besonderen Art, inspiriert von den eigenen Geschichten und Gefühlen. Und ich glaube, das ist ja auch das Besondere in der Kunst immer, dass man gewisse Erlebnisse, die man im Laufe seines Lebens, entweder sie liegen schon länger zurück oder kurzfristig, immer wieder auch in Bildern zum Ausdruck bringen kann.
und die eigene Empfindung wird eingefangen. Und genau darum geht es in den Bildern von der Alexandra Stocker, dass die eigenen Empfindungen eingefangen werden. Und ich glaube, das ist sehr, sehr gut gelungen mit einer auch sehr eigenen Farbzusammenstellung immer wieder, die jeweils unterschiedlich gewählt ist, je nach Anlass. Und ich darf um ein paar Worte ersuchen und die Kunstwerke erklären. Ja, also wie man sieht, also sieht im Moment viele Frauenbilder und ich möchte einfach die Frauen also darstellen in ihren absurden Gedanken und geheimen Wünschen. Und ich finde einfach, ein Bild muss irgendwie eine Seele haben und die Bilder müssen zu einem sprechen, ohne dass man viele Worte gebraucht. Und ich versuche das halt irgendwie einzufangen und ich finde, Kunst muss einfach Lust, Wahn und Leidenschaft sein und das ist bei mir einfach, ja. Also Lust, Wahn, genau. Wahn und Leidenschaft in einem zu verbinden, das ist eine große Kunst, tatsächlich. Und ja, die Gefühle der Frauen zum Ausdruck bringen, das ist, glaube ich, auch ein besonderes Thema. Vielleicht erleben wir sie in einigen Jahren hier, wo sie dann die Gefühle der Männer zum Ausdruck bringen. Genau, ja. Da wieder Gleichberechtigung haben. Dankeschön. Der Ton macht auch andere Dinge. Und Gerda Gegner beschäftigt sich seit vielen Jahren hauptsächlich mit abstrakter Malerei und hat viel Interesse an Neuen, hat viele Kurse und Workshops besucht und hat hier immer wieder dann Inspiration gefunden zu gewissen Besonderheiten. Auffällig sind hier einige Lichter, die wir, glaube ich, auch noch mehr erklärt bekommen. Gerne. Also ich habe früher immer gemalt und irgendwie ist mir das dann zu langweilig geworden und wollte eine neue Herausforderung und dann habe ich eben mit Ton angefangen zu experimentieren. Die normalen Tonarbeiten, die es jeder macht mit Schüsseln und so, das war mir dann bald zu langweilig und dann habe ich mich eben auf ein bisschen Skulptur ein bisschen versucht, ja. Und dann ist eben die Wächter gibt es in verschiedenen Formen und dann wollte ich irgendwie ein bisschen eine eigene Linie reinbringen bei den Wächtern, weil Wächter braucht jeder, vom Haus, im Garten, wo auch immer und ja, dann ist halt jetzt rausgekommen und ich hoffe, es gefällt. Danke. Es gefällt auf jeden Fall und es ist auch sehr schön zu betrachten. Bitte auch um die entsprechende Vorsicht hier vor den ausgestellten Exponaten, damit nichts passiert. Genau. Dankeschön und alles Gute. Danke, danke. Nämlich der neuerdings sehr bekannte Günter Kader, der genau vis-à-vis mit seinen Exponaten ausgestellt ist. Neben mir ist jetzt die Victoria Kader, die Tochter, 27 Jahre jung, so zum guten Teil Wienerin und zu einem gewissen Teil auch immer wieder in Walde. Und was mir bei ihr aufgefallen ist, wie die Bilder am Anfang durchgegangen bin und wir ein bisschen geplaudert haben, so ist das Wort Perfektion so oft gefallen. Und das habe ich mir gemerkt und das ist mir ganz besonders in Erinnerung geblieben. Künstlern sagt man manchmal nach, naja, da machen wir jetzt irgendwas und da fällt mir gerade was ein und manche haben da irgendwelche spontanen Inspirationen und machen irgendwas dann hin und was vielleicht nachher wieder verändert wird oder weiterentwickelt und so weiter. Bei der Victoria Kader
ist die Perfektion. Ganz hochstehen, das haben wir ja immer wieder herausgehört. Also wenn es nicht gefällt, nämlich der Künstlerin selber, dann beiseite und wir fangen wieder von vorne an. Daher kann es auch manchmal sehr, sehr lange dauern, dass ein Kunstwerk dann wirklich so ist, wie sich die Victoria vorstellt. Sie arbeitet mit Bleistift und Kreide und hat seit frühester Kindheit sich schon mit solchen Dingen beschäftigt. Und vielleicht dürfen wir suchen, ein bisschen was zu sagen zu diesem Exponat. Ja, also eigentlich habe ich angefangen, hauptsächlich bin ich eher von, wie gesagt, so eine Art Totenschädel von Skelette. Jetzt arbeite ich allerdings an der Veterinärmedizinischen Universitätsbibliothek und dementsprechend werde ich eher mehr in die Tierwelt gezogen und mittlerweile zieht es sich eher in die Anatomie bzw. direkt eher in die Lebewesenwelt. Ansonsten bleibe ich doch eher bei den Muskulatursachen und Totenschädel, weil es einfach für mich selber faszinierender ist als wie Gegenstände oder irgendwelche Skulpturen. Wirklich eine Besonderheit in der Kunst, in der Perfektion und in der Maltechnik. Und man darf die Kunstwerke durchaus von der Nähe auch betrachten, mit welcher Detailtreue hier gearbeitet wurde. Und vor allem ist man auch für eine Aufnahme, wo man sich selber auch immer wieder die Latte legt. Und ich wünsche dir weiterhin alles, alles Gute. In diesen beiden Szenarien sozusagen einerseits auf der Veterinärmedizinischen Universität beschäftigt zu sein und andererseits sich als Künstlerin zu entwickeln. Alles, alles Gute und Gratulation. The sunny side of the street. Oh,